الآن نأخذ ما يكون في الصلاة على الميت. نعم. Und jetzt werden wir das Thema durchnehmen, das Gebet auf den Toten. يكبر التكبير الأولى. Der Vorbeter macht den ersten Tekbir. يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. Er sagt zuerst mal die Zuflucht bei Allah, danach sagt er die Basmala und danach liest er Surah Al-Fatiha. ويسن له أن يقرأ ما تيسر من القرآن سنة. Und es ist von der Sunna für ihn, dass er das liest vom Koran, was ihm leicht fällt. ثم يكبر التكبير الثاني ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية. Danach macht er den zweiten Takbir und bringt Segenswünsche über den Propheten صلى الله عليه وسلم. ثم يكبر التكبير الثالثة ويدعو للميت والأولى أن يدعو بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. Danach macht er den dritten Takbir, sagt das dritte Mal Allahu Akbar und macht Bittgebete für den Toten und es ist besser für den Toten die Bittgebete zu machen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. ثم يكبر التكبير الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين. نعم. Und danach macht er den vierten Takbir und macht dann den Salam und beendet damit sein Gebet entweder einmal oder zweimal. نعم. يبقى معنا أمر يتعلق دائما بالطهارة وهو الوساوس. نعم. Und jetzt bleibt nur noch eine Sache, die immer damit zu tun hat, wenn man sich waschen will, und zwar, wenn man Einflüsterungen hat während der Waschung. جاءت الشريعة لقطع الوسواس. Und unsere Religion, unsere Gesetzgebung ist gekommen, um diese Einflüsterungen ein Ende zu bringen. فبعض الناس يظن أن به سلس بول. Und يعني يظن أنه بعد أن يتطهر من بوله يظن أنه يخرج منه قطرة أو قطرتين من البول. Es gibt Menschen, die denken, sie haben einen andauernden, ständigen Urin. Das heißt, er hat sich gewaschen, er hat uriniert, sich gewaschen, ist fertig und danach denkt er, dass ein oder zwei Tropfen Urin von in ihm ausgetreten sind. Und so gibt es manche Menschen, die, wenn sie in der Toilette sind, versuchen etwas zu machen, damit ein oder zwei Tropfen nochmal von ihm weggehen. أو يعصر الذكر يقبض عليه. Oder er packt zum Beispiel sein Glied und drückt es fest, damit die Tropfen rausgehen. أو يقفز. Oder er fängt an zu springen. أو يمشي خطوات. Oder er fängt an Schritte zu laufen. هذا من التنطع. Und das alles ist von der Übertreibung. في الغالب أن الإنسان إذا غسل ذكره بالماء قد يخرج شيء من الذكر وهو أثر غسل الذكر بالماء. هذا ماء ليس بول. Und meistens ist es so, dass wenn der Mensch sein Glied wäscht und später sollte noch etwas kommen, dann ist das eine Spur von dem, womit du dein Glied selber gewaschen hast. Und das ist nicht unbedingt Urin. ولو كانت هذه القطرة هي قطرة بول قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يعفى عن يسير النجاسات يعني لا تبالي بهذا ولا توسوس. Und sollte diese letzte Tropfen, was von dir rauskommt, auch Urin sein, dann sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, das ist schon vergeben, weil das ist nur etwas sehr Feines, Einfaches. جاء رجل لابن عقيل, ابن عقيل إمام من الأئمة. نعم. Es ist ein Mann gekommen zum Ibn Aqil und das war ein großer Gelehrter. فقال له يا إمام إني أنغمس في الماء أنغمس في اليم يدخل يعني بأكمله في الماء ثم يخرج قال وأرى أظن أنه بقي مني شيء لم يصبه الماء. نعم. Er sagte zum Gelehrten, O Gelehrter, ich gehe mit meinem ganzen Körper unter Wasser. Und wenn ich wieder unter Wasser rauskomme, dann habe ich immer noch die Gedanken oder die Überzeugung, dass ein Teil meines Körpers nicht nass geworden ist. فماذا علي؟ Was muss ich jetzt machen? فقال له ابن عقيل رحمه الله قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك مثلك لا يصلي. نعم. Sagte dieser Gelehrte zu dieser Person, ich sage und Allah weiß es am besten, dass Personen wie du nicht beten müssen. قال لماذا؟ Er sagte warum. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم.
Er sagte, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, die Verantwortung, die Stifte, die Schreiben, wurden von drei Personen aufgehoben und du bist einer von ihnen. Arshadu ila emma an yaqta' al waswas wa yakun bi hadha muttabi' hadha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam aw yattabi' al waswas wa yakun bi hadha majnun wa saqata anhu al taklif. Na'am. So hat dieser Gelehrte ihn dazu gefordert oder recht geleitet, dass er entweder diese Einflüsterungen, die er hat, nachdem er komplett im Wasser war und raus ist und immer noch denkt, dass er ganz nass geworden ist, entweder er lässt diese Einflüsterungen und er befolgt der Rechtleitung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder er befolgt, er hört auf diese Einflüsterungen und er ist ein Verrückter, von dem die Stifte aufgehoben sind und er nicht verantwortlich ist. نريد أن تذكر لنا شيء من الآداب والأخلاق الإسلامية. كل واحد يذكر لنا خلق واحد، أدب واحد من آداب الإسلام. Jetzt wollen wir, dass jeder hier einen Charakter vom Islam uns nennt, einen Anstand oder eine Charaktereigenschaft des Islam. نعم. قال احترام الكبير والتأدب مع الصغير. إعطاء كل ذي حق حقه. نعم. Er sagte als erstes Beispiel, dass man dem Großen Ehre zuweist und dem Kleinen Barmherzigkeit. Und das bedeutet, dass man jedem, der ein Recht besitzt, ein Recht gibt. Dass man den Friedensgruß verbreitet. Weil das bringt einen unbedingt dazu, dass Liebe unter der Gemeinschaft kommt. Er gibt den Friedensgruß, wenn er reinkommt und wenn er rausgeht. مع المصافحة الرجل يصافح الرجل لا يصافح المرأة. Und gleichzeitig mit dem Friedensgruß auch noch die Hand schütteln. Und der Mann schüttelt die Hand eines Mannes, nicht mit der Frau. وإن أرادت المرأة أن تصافحك إيش تصنع؟ Und was machst du, wenn eine fremde Frau ihre Hand ausstreckt, damit sie dir die Hand gibt? Was machst du? تخاف من من؟ Du fürchtest dann wen? من الله. Befürchtest Allah. ولا تصافح تقول أنا مسلم. So gibst ihr nicht die Hand, weil du sagst, ich bin Muslim. نعم. طيب. بر الوالدين. Das gute Verhalten gegenüber den Eltern. وصلة الأرحام. Und das Pflegen der Verwandtschaftsbande. نعم. قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. Er sagte. تلقى أخاك بوجه طلق. ما تلقاه وأنت عبوس. نعم. Dass man lächelt in das Gesicht seines Bruders und das ist eine Spende. Das heißt, du triffst deinen Bruder und du hast ein fröhliches Gesicht, nicht ein zorniges. صدقة. Das ist eine Spende. نعم تلقاه بوجه طلق. نعم. إكرام الضيف. Dass man großzügig ist und seinen Gast ehrt. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. Dass man etwas Schädliches vom Weg wegnimmt, das ist auch eine Spende. فكيف بمن يرمي الأوساخ في الطريق؟ Was ist dann mit demjenigen, der Dreck auf den Boden schmeißt? نعم. الصدق يصدق مع الله ثم يصدق مع عباد الله وضد هذا الكذب. نعم. Die Wahrhaftigkeit, das heißt, dass er wahrhaftig ist mit Allah und danach wahrhaftig ist mit den Dienern Allahs und das Gegenteil davon ist die Lüge. Al-Amana, wa dhidd al-Amana al-Khiyan. Das anvertraute Gut zu bewahren und das Gegenteil davon ist zu verraten. Al-Haya, die Scham. Lannu qala, akhir ma adraka al-Nas min kalam al-Nubuwa, idha lam tastahi fasna' ma shi't. Weil es überliefert wird vom Propheten, dass er gesagt hat, das Letzte, was die Menschen noch haben von den Berichten der früheren Propheten, ist, dass sie gesagt haben, wenn du dich nicht schämst, so mach, was du willst. فبعض الناس تقول يا أخي استحي عيب عليك كشف العورة عورتك تكشفها نعم. Manchen sagst du zum Beispiel, oh mein Bruder, du sollst dich schämen, es ist doch beschämend, dass du deinen Intimbereich zeigst. يقول لك أنا حر. Er sagt zu dir, ich bin aber frei. تقول لا لا أنت بهذا عبد عند إبليس. Nein, nein, du sagst ihm, wenn du das machst, wenn du deinen Intimbereich zeigst, dann bist du ein Diener vom Shaitan. لأنك لو كنت حر تكون متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. Weil wenn du ein freier Mensch wärst, dann würdest du den Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgen.
نعم. تشبيه العاطس إذا عطس وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله. Und zwar, wenn derjenige, wenn ein Mensch, zum Beispiel ein Muslim, wenn er niest, dann sagt er, Alhamdulillah, dann sagst du ihm, möge Allah dich barmherzig behandeln. Dann gibst du als Antwort, was bedeutet in Deutsch, was in Deutsch bedeutet, möge Allah euch recht leiten und eure Angelegenheiten recht leiten. Und den Kranken besuchen. يعني يعود ويكرر عليه الزيارة. Besucht ihn nicht nur einmal, sondern mehrmals. في وقت الزيارة. In der Zeit, in der Besuchszeit. ولا طول البقاء عنده. Und bleibt nicht zu lang bei ihm. أو يؤذيه بالكلام أو بكذا. Oder spricht nicht über Sachen, die diesen Kranken krank machen, noch kranker machen. ولا يذكر عنده ولا يقنط من رحمة الله ويذكر عنده الموت وكذا. Und wenn beim Kranken ist, erwähnt nicht den Toten oder erwähnt nicht Sachen, die ihn von Allahs Barmherzigkeit wegbringen. نعم. عاطف عن حيوانات. طيب جيد. يعني. هاي عرفتها. قال أنه ما يقتل أو يؤذي الحيوانات إلا الفواسق من الحيوان. sagte, das gute Verhalten zu den Tieren, dass nicht Tiere schlägt, tötet oder schlecht behandelt, außer die Tiere, die Unheil bringen. نعم. الله يفتح عليك. الإحسان الجيران. Das gute Behandeln zum Nachbarn. حتى ولو كان الجار كافر. Auch wenn dieser Nachbar ungläubig ist. فالجار الكافر له حق واحد وهو حق الجوار. Und wenn dieser ungläubige Nachbar hat ein Recht gegenüber dir, und zwar das Recht eines Nachbarn. ومن حق هذا الجار كافر أن تدعو للإسلام. Und das Recht dieses ungläubigen Nachbarn ist, dass du ihn zum Islam aufrufst. نعم. الله يفتح عليك في أمور توجب المحبة بين المسلمين السلام والهدية وأن تلقى أخاك بوجه طلق نعم und sagte, dass man Geschenke gibt, denn wenn man Geschenke gibt, so heißt es, dann wird man sich auch gegenseitig lieben und das sind alles Dinge, die Liebe in die Gemeinschaft der Muslime bringen, wie Geschenke geben oder Lächeln in das Gesicht eines Bruders إعانة المحتاج und den Bedürftigen helfen. نعم. غض البصر. Das Senken der Blicke. ماذا يصنع العزوبي الغير متزوج؟ نعم. نعم. Was macht derjenige, der nicht verheiratet ist? يصوم. Fastet. يقلل من الطعام والشراب. Isst wenig und trinkt wenig. يقلل من الطعام والشراب قدر المستطاع ما يأكل ويشرب إلا قليل. Isst und trinkt so wenig wie er kann. يبتعد عن أماكن المنكرات. Hält sich fern von den Orten, wo Schlechtes gemacht wird. يكون معه جوال هذا القديم أبو كشاف ولا يأخذ جوال أبو كاميرا هذا المطور. نعم هذا عزوبي إذا تزوج أخذ جوال أبو نعم. Und soll nur ein sehr altes Handy haben, also nicht ein Smartphone oder so. So ein sehr altes Handy, was nur Anrufe empfangen kann oder SMS. Und wenn geheiratet hat, kann dann ein Smartphone. لا يكون له اشتراك في الانترنت ابدا ما يمكن. Jemand, der nicht verheiratet ist, soll niemals im Internet sein. Unbedingt. والله صدق. Es ist wahrhaftig. لا يتكلم ابدا في كتاب النكاح ابدا ولا ينظر اليه. Nährt nicht das Buch der Ehe und er schaut nicht mal daran. ولا تكلم في شأن النساء. Und er redet auch nicht über die Frauen. ولا يسكن بجانب العوائل. بجانب المتزوجين لا يسكن بجانبهم. Und er setzt sich auch nicht in die Nähe von Verheirateten. يغض البصر. Er senkt seine Blicke. الغنى بريد الزنا. يعني لا يستمع للغنى إلى الموسيقى النظر إلى الصور الأفلام كذا. Er hört keine Musik oder schaut sich keine Bilder oder Videos an, die ihn dazu führen könnten, ihn Unzucht zu treiben. يدعو الله اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك الله. جميعا. نعم. Er macht Bittgebete zu Allah und sagt: O Allah, bitte mach mich reich mit deinen Erlaubten vom Verboten.
يدعو الله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكن من الجاهلين. Er bittet Allah mit diesem Bittgebet des Propheten Yusuf, wo er gesagt hat, O Allah, wenn du mich nicht von ihren Plänen abhältst, dann werde ich zu ihnen gehen und zu den Unwissenden sein. لا يسكن وحده وينام وحده. Er wohnt nicht alleine und er schläft nicht alleine. لا يأتي إلى النوم إلا وهو منهك تعبان يريد النوم. ما يفكر فيه يعني. Er geht nur قبل أن يضع رأسه على المخدة يقول قد نام. نعم. Er geht nur in einen Zustand schlafen, wo er sehr kaputt ist. Wo er schläft schon ein, bevor er seinen Kopf hingelegt hat. فماذا يصنع؟ يقوم الليل. Was macht er, um diesen Zustand zu erreichen? يحفظ القرآن. Die ganze Nacht und liest Koran. يكون دائما في الصف الأول في المساجد. Er ist immer in der ersten Reihe in den Moscheen. وإذا قوي عليه وقويت عليه وساوس الشيطان ماذا يصنع؟ Und wenn die Einflüsterungen des Schäden sehr stark sind, bis zum Rand gebracht haben, was macht er? يقرأ سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. Er liest die Sura von Yusuf عليه السلام. يزور القبور الزيارة الشرعية. Er besucht die Gräber auf eine islamische Art und Weise. لأن تذكر الآخرة. Weil die Gräber ihn an das Jenseits und an den Tod erinnern. يتذكر ولا بد أن الزنا دين. فكما تدين تدان نعم und er erinnert sich ständig يعني كما يصنع هو بنساء اخرين سوف يصنع السلام والسلامه والعافيه به او باهله und erinnert sich ständig daran dass die Unzucht dass die Sinne eine Schuld ist weil genauso wie er es versucht anderen Frauen anzutun wird es irgendwann ihm passieren in seiner Umgebung يتذكر أن من ترك شأن لله عوض الله خيرا منه. Und erinnert sich ständig daran, dass wer etwas für Allah unterlässt, Allah ihm an dieser Stelle etwas Besseres gibt. إن استطاع أن يتزوج تزوج ولا يؤخر أبدا. Und wenn er die Möglichkeit dazu hat zu heiraten, dann heiratet er sofort und verspätet sich nicht damit. أيضا يا أخواننا يعني عيب والله يقول عيب نطالب العلم. يتكلم في شهوة الفرج وشهوة الفم عيب طالب علم ما يتكلم أي طالب تجد يتكلم في هذا تقول احذر ترى هذا ليس من أدب طالب العلم أنت لست بطالب بهذا تقول نعم und es ist sehr beschämend und eine sehr falsche Sache dass ein Schüler des Wissens ständig über das Intime redet oder ständig über diese Liebe und so redet. Das gehört sich nicht einem Schüler des Wissens. Und manche Menschen, möge Allah uns bewahren, ist eine Versuchung in sich selber. Und es reicht nicht aus, dass er selber schon damit geprüft ist. Nein, er kommt und bringt die anderen auch noch in Versuchung. Er kommt und sagt, ich habe es nicht ausgehalten. وكذا وكذا وكذا. Und habe das und das gemacht. هذا الحديث ما يصح. Das ist nicht erlaubt. كذلك بعض الناس في سورة إنكار المنكر هو يدعو للمنكر. نعم. Und manche Leute, sie reden zwar schlecht über diese Sachen, aber laden gleichzeitig dazu ein. فيجينا الأخ محمد مثلا لأحد الشباب قال أعوذ بالله. والله عندنا في منطقتنا في كذا كل شيء موجود. Wenn zum Beispiel einer kommt und zu seinem Freund oder zu seinem Bruder spricht, ich suche Zuflucht bei Allah, bei uns in der Stadt, so und so, da gibt es jede Unreinheit und jede dreckige Sache, was dir in den Kopf kommt. وبالمجان. Und dann ist alles umsonst. فهذا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dann sagt der andere, ich suche Zuflucht bei Allah. في هذا المكان الذي في الشارع كذا يقول نعم. Und er sagt, ich suche Zuflucht bei Allah. Meinst du wirklich an dem Ort in dieser Straße? Sagt er ja. فهذا يذهب من السبب. السبب هذا في سورة إنكار المنكر. Und dann geht diese Person dahin. Und wer ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist der erste, der versucht hat, das schlecht darzustellen. أو يتبع قلت رأيت ماذا صنع هؤلاء الخبثاء؟ Oder er kommt und sagt, hast du gesehen, was diese Dreckigen da angestellt haben? يقول فتحوا موقع اليوم في كذا. Sie haben eine Internetseite dort und dort aufgemacht. هذا يقول أعوذ بالله ما هو الموقع؟
Und der andere sagt, ich suche Zuflucht bei Allah, was für eine Seite haben Sie aufgemacht? موجود هذا اليوم؟ والله موجود. يا اسمعنا. هذا يحذر منه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى. Und da verwandt der Sheikh des Islam indem er Allahs Wort erklärt und sagt. والله يريد أن يتوب عليكم. Und Allah will euch über euch Reue annehmen sein. ما شاء الله يتوب علينا جميعا. ويريد الذين يتبعون الشهوات. Und doch diejenigen die ihren Gelüsten folgen, antamilu, wollen, dass ihr meilen azima, sehr weit vom Weg abkommt. Yuridu Allah an yukhaffifa ankum, Allah will es euch erleichtern. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa, und der Mensch wurde sehr schwach erschaffen. Qala al-ulama, die Gelehrten sagen, khuliqa al-insanu dha'ifa, ay fi sha'n an-nisa, idha dhukir lahu an-nisa ma istata' yatahammal. Der Mensch wurde schwach erschaffen, die Gelehrten sagten, in Bezug auf die Frauen. Weil wenn die Frauen vor ihm erwähnt werden, dann kann er nicht mehr aushalten. Allahu a'lam, lau kan hadha ad-dars fi an-nikah, adhun ma ahad yataghayyab, ma ahad yan'as, aw kadha. Allahu a'lam, wenn dieser Unterricht, den wir gerade machen, über die Ehe wäre mit den Frauen und so, keiner würde zu spät kommen zu diesem Unterricht, keiner würde in diesem Unterricht fehlen oder müde werden. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. إذا كنت لا تفرح والله بدرس التوحيد ترى تنطبق عليك هذه الآية. لا بد تفرح بدرس التوحيد. مفهوم؟ نعم. Und wenn Allah sagt im Quran, und wenn Allah einzig erwähnt wird, dann siehst du diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, dass sie darüber sehr zornig werden und traurig sind. Und wenn diejenigen außer Allah erwähnt werden, siehst du, dass sie eine Frohbotschaft im Gesicht haben. Wenn dich dieser Unterricht über den Tawhid, über Allah, nicht erfreut, dann sollst du aufpassen, denn dann kann dieser Vers auf dich zutreffen. كذلك يعني فليتق الله هؤلاء المتزوجين في هؤلاء العزة. Und genauso diejenigen, die verheiratet sind, sollen Allah fürchten in Bezug auf diejenigen, die nicht verheiratet sind. عندما يأتي يخرج من المسجد هنا بعض المتزوجين هدانا الله إياهم. نعم. Wenn manche zum Beispiel die verheiratet sind, von der Moschee rausgehen. يمسك زوجته من يديها إلى السيارة وهذا ينظر يعني يقول الله المستعان. وهو هذا لا يمسها أصلا إلا هنا أمام هؤلاء فقط. Und diese Verheirateten, sie machen eine Show, und zwar, sie gehen raus aus der Moschee und nehmen ihre Frau bei der Hand bis zum Auto und machen die Tür auf. Und dieser Unverheiratete, der wundert sich über dieses Verhalten und das stört ihn. Und dieser Verheiratete, der macht das nur hier. أو يقول زوجتي صنعت لي وصنعت لي وعندها كذا وعندها كذا. نعم. Oder er erzählt zum Beispiel denjenigen, die nicht verheiratet sind, meine Frau hat für mich das gemacht und sie hat für mich das getan und hat mir das gebracht. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالهداية وأن يعصمنا وإياكم من الفتن يا رب. والله أخواننا هذا واقع. لابد أننا يعني نحاول أننا يعني نبتعد عنها. من أهم الأمور التي تكون بإذن الله يعني تساعدك في العصمة من الفتن صحبة الصالحين. Und eine wichtige Sache, die dich vor den Versuchungen von der Fitna befreit und beschützt, ist, dass du mit den Rechtschaffenen zusammen bist. لأنك لو كنت تمشي مع الشيخ أبي عبد الله ما تنظر أبدا، لكن لو تمشي مع فلان الله أعلم هو يقول لك انظر. نعم. Wenn du zum Beispiel mit unserem Vorbilder Müller Lein Sebagen zusammenläufst, dann wirst du nicht links und rechts schauen. Aber wenn du mit jemand anderen läufst, dann wird er zu dir sagen, schau mal die und schau mal die. طيب يبقى معنا نتكلم عن المشاكل الزوجية حتى يعني تعرف انك في عافية. العزوبي في عافية عفاه. نعم. Und jetzt bleibt nur noch das Thema, dass wir darüber reden, welche Probleme alles in einer Ehe auftauchen, damit du als Nichtverheirateter weißt, in was für einer Gnade du bist. هل كل خصومة بين الزوجين توجب النزاع والفرقة والخصومة؟ Ist jeder einzelne Streit, der zwischen den Ehepartnern passiert, ein Grund dafür, dass sofort Feindschaft und Auseinandersetzung kommt? لا. Nein. إذا
ظهر من المرأة قرائن تدل على أنها عاصية للزوج في كل شيء. نعم. Wenn zum Beispiel die Frau sich nach außen so zeigt, dass sie ihren Mann in allen Sachen widerspricht und sich widersetzt. لكن إذا قال لها نسمع عليك كاسة شاي ولم تصنع له هذا يعني ما هو العصيان الكامل لا شيء في هذا. Aber wenn er zum Beispiel sagt, mach mir ein Glas Tee und sie macht das nicht, dann ist das kein Problem, also kein Grund zum Streiten. Aber wenn sie sich komplett widersetzt, dann ist das was anderes. دخل إلى البيت وقال صنعتم طعام قالوا لا ما صنعنا اليوم شيء. نعم إيش أصنع؟ Wenn er zum Beispiel in sein Haus eintritt und er fragt seine Frau oder Familie, habt ihr für mich Essen gemacht? Und sie sagen, nein, wir haben noch nichts gemacht. يقول لها أنا أطبق فيك السنة اليوم إني صائم. Was macht er, wenn er kein Essen findet und die Frau noch kein Essen gemacht hat? Er sagt ihr, ich werde heute die Sunna praktizieren, ich bin heute fasten. نعم ولا تخاصم من أجل هذا يعني أمر يسير هذا لكن إن ظهر قرائن تدل على العصيان الكامل هنا إيش نصنع؟ نعم. Das ist kein Problem, also solche kleinen Sachen übersieht man. Aber wenn ein vollständiger Widerspruch entsteht und die Frau sich vollständig widersetzt, was machen wir? من يعرف يعرف متزوجين؟ نعم. إيش تصنع؟ تقبلها. يضربها. أعوذ بالله ما هو صحيح. هذا غير متزوج. أو متزوج يكون ظالم هذا. نعم. قد تقبل الله الشيخ لقد تقبل. ندعي له بالأدب. ندعي له بالأدب. يقول إذا ظهر من المرأة قرائن العصيان الكامل ماذا يصنع؟ يقول يعظها. Wenn er sieht, dass seine Frau komplett sich ihm widerspricht und widersetzt, er ermahnt sie. كيف يعظها؟ Wie ermahnt sie? يقول اسمع الجوازات عندي وأخذ الأولاد وأخرج عن البلاد والله ما تسمعي شيء تبقي هنا بلا نفقة بلا سكنة بلا كذا وبلا كذا وأرسل فلان وفلان وكسر لك كل شيء. نعم. sagt er jetzt, hör zu, die Kinder nehme ich mit und alle Unterlagen und Formulare und Wertpapiere sind bei mir und ich kehre mit den Kindern zurück in unser Land und du bleibst hier und ich werde dir nichts da lassen, keine Unterkunft, keine Zahlung, gar nichts und ich werde den und den vorbeischicken, damit er alles kaputt haut. Ist das Ermahnung? Das ist Drohung. بالكتاب والسنة ومن لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ. Wir ermahnen mit dem Buch Allahs und der Sunna des Propheten und wer sich damit nicht ermahnen lässt, für den gibt es keine Ermahnung. يرسل لها رسالة بورقة حمراء وفيها قلب أو أكثر يذكر في حديث أو آية يذكرها بالله في تقوى الله. Er schickt ihr zum Beispiel einen Brief, ein rotes Blatt mit einem Herz drauf, in dem ein Hadith draufsteht, wo eine Ermahnung für sie ist. فإن انتهت وقالت خلاص انتهينا ايش يصنع؟ Wenn sie aufhört und sagt okay wir sind jetzt ich bin jetzt wieder normal was macht er؟ يقول لا صبرك باقي عليك لا ما يصح قال الله سبحانه وتعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل اذا قالت انتهينا يقول انتهينا نعم ما يذكرها بشيء ينتهي الامر. Wenn sie sich wieder zum richtigen Weg begibt und wieder gescheit wird, dann sagt er nicht zu ihr, ja und du hast so gemacht und das war dein Fehler, das sagt er nicht. Denn Allah sagt im Koran, wenn sie euch dann gehorchen, dann sucht nicht einen Weg gegen sie. Was ist, wenn sie immer noch nicht aufhört nach dieser Ermahnung? Yahjurha, kayf yahjurha? النبي صلى الله عليه وسلم لديه غرفة واحدة مترين في ثلاثة أمتار يهجرها أي يعطيها ظهره في الفراش. نعم. Und dann wandert er von hier aus, also er verlässt. Und wie will er sie verlassen? Der Prophet صلى الله عليه وسلم hatte zum Beispiel ein Zimmer nur und dieses Zimmer war 2 auf 3 Meter. Das heißt, er dreht ihr den Rücken zu. Wenn er zum Beispiel schläft im Bett, dann dreht er ihr den Rücken zu. يهجرها في الكلام. Er unterlässt das Reden mit ihr مدة ثلاثة أيام
für drei Tage. فإن أطاعناكم وقالت انتهينا انتهينا. نعم. Wenn sie dann euch gehorchen und aufhört, dann ist die, das Problem offen. وإلا. Und wenn nicht. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. Der Besessene, also der Sklave zum Beispiel, den kann man mit einem Stock schlagen, der Sklave. Aber der freie Mensch, der reicht, wenn man ihm nur andeutet. Es ist unmöglich, dass ich einen Stock oder eine Peitsche nehme. Er sagt zu ihr, das war das letzte Mal und haut so drauf. Wenn sie aufhört, dann sucht gegen sie keinen Weg, wie Allah sagt. وإلا يأتي بحكم من أهله وحكم من أهلها. Wenn sie immer noch nicht aufhört, bringt einen Richter von seiner Familie und einen Richter aus ihrer Familie. يشترط